Berlin. Tag und Nacht. Kommen Paula und Joe zusammen? Seit langem sind Paula und Joe bei Berlin. Tag und Nacht nun schon beste Freunde. Doch offenbar ändern sich die Gefühle füreinander. Seit dem Brand im Loft ist alles anders. Peggy ist verschwunden. Die WG aufgelöst und in alle Winde verstreut. Nach einem kurzen Zwischenstopp bei Miller wohnt Paula inzwischen bei Joe. Fabrizio und Olo am See und verbringt dort vor allem viel Zeit mit Joe, dem sie über den Verlust von Peggy hinweg half und der ihr nun wiederum bei dem Theodrama zur Seite steht. In all diesen Momenten waren sich die beiden besten Freunde sehr nahe minus. Und dies scheint sich etwas zwischen ihnen verändert zu haben, zumindest für Paula. Berlin. Tag und Nacht. Kommen Paula und Joe zusammen? Als Paula Ende September ihrem Ex Mike mit seiner Freundin Kim in die Arme läuft, die Frau damals ihre gemeinsame Beziehung zerstört hatte, ist sie völlig fertig. Einzig Joe schafft es, sie zu trösten, indem er die richtigen Worte findet. Wieder einmal wird ihr dabei klar, wie sehr sie sich zu Joe hingezogen fühlt, heißt es von Seiten RTL 2. Offenbar ist die Blerin in ihren besten Freund verliebt. Ob er genauso fühlt und Paula eines Tages die Lücke füllt, die Peggy in Joes Leben hinterlassen hat? Seine Frau würde sich sicher wünschen, dass Joe glücklich wird. Ob die beiden tatsächlich zueinander finden? Erfahren wir wohl aber erst in den kommenden Wochen bei Berlin. Tag und Nacht.